Was wird denn das hier, Cosmo? Kannst du nicht mehr durch die Türen gehen? Kommst du jetzt durch die Scheibe rein? Oder wolltest du nur gucken? Essen ist noch nicht fertig. Ja, ist bei uns alles in Ordnung, hast du gefragt? Du warst auf Arbeit, gell? Cosmo? Der hatte sie zwei Wochen. Ich mach zu, wenn du rein willst, gehst du vorne rein, ne? Wie ein ganz normaler Mensch, Katze. Nicht arbeiten müssen, gut. Ja, gehen wir heute denn nochmal spazieren? Die ruft mich an. Ja, bestimmt, wenn sie sprechen. Ja, ne? Weil das Baby liegt schon bereit. Hallo. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Kannst du ausmachen? Ich glaube, vielleicht habe ich noch drüben liegen. Wo hast du schon drüben? Ein bisschen hier aufräumen. Ines, kannst du uns die Tür aufmachen? Wir gehen ein bisschen spazieren draußen. Es regnet hier jetzt nicht mehr. Viel Spaß. Danke. Wollen wir noch ein Mützchen aufsetzen oder ein paar Schuhchen anziehen? Ja, ja, so ein bisschen, weil Baby soll ja nicht kalt werden. Das ist nicht anders. Das haben wir ja auch gerade gefragt. Clara spielt auf der Toilette von uns. Wie finden wir das Cosmo-Tier? Hm? Hättest du Bock, so spazieren zu gehen? Katzi, erzähl mal. Aber das Ding ist halt, hier ist cool, ne? Wegen Asphalt und so, beziehungsweise Terrassenplatten. Das geht dann schon. Aber was ist, wenn es ruckelt, so? Wenn wir über die Wiese fahren, weißt du? Wenn es dann so ruckelt, ist es dann trotzdem okay für dich? Bleibst du trotzdem im Wagen sitzen? Oder wie ist denn das dann? Hm? Ich hätte jetzt gedacht, dass er rausspringen wird, aber doch, das macht er. Na gut. Ja, nee, so richtig spazieren gehen mit dem Wagen, das wäre, glaube ich, nicht ganz so geil. Weil wenn er dann wirklich irgendwo rausspringt und zufällig gerade irgendwie keine Leine anhat oder sonst irgendwas, oder das verheddert, ich weiß auch nicht, das wäre nicht so praktisch. Dann würde ich lieber einen Rucksack nehmen und mit ihm laufen, und wenn er dann keine Lust mehr hat, dann soll er in den Rucksack gehen. Und weil so im Wagen, es gibt extra Katzenkinderwagen, die finde ich cool. Da kann man so ein Netz drüber schließen. Und dann ist es halt so, man muss ihn dann nicht auf den Schultern tragen, sondern kann vor sich herschieben. Das ist ganz cool. Aber so im richtigen Kinderwagen, ja, ist nicht so praktisch. Es regnet zwar, aber es ist so warm und es regnet auch gar nicht mal so viel, ne, Cosmo? Deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht rein. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ne? Aber den Wagen, den sollten wir langsam mal reinbringen. Kann uns jemand die Tür aufmachen? Hallo? Hallo? Marcel? Marcel? Kann uns keiner die Tür aufmachen? Oh, Katzi. Ist auch rein? Nein? Kannst du uns die Tür aufhalten, Schatz? Hallo? Sag mal, geht's noch? Da chillt er einfach weiter. Es regnet ein bisschen. Hier, heb mal an, bitte. Ich kann das nicht so gut. Hab noch nie einen Kinderwagen geschoben. Mein Fuß. Irgendwie scheinen die ein bisschen nass geworden zu sein. Sabrina und Denise sehen ja aus wie gebadene Katzen. So, fertig. Was ist? Was machst du hier? Ach, guck mal. Die Hortensie hat angefangen zu blühen. Hast du das gesehen? Voll schön, oder? Wie findest du das? Oh. Ich wollte fragen, wie findest du das, dass du jetzt auf der Mauer laufen kannst, weil sie Deckel bekommen hat? Wäre fast auf dich draufgetreten. Ja, musst du doch aufpassen.
Genau. Ja, als wärst du nicht schon dreckig genug. Warum machst du das? Hm? Willst du spielen? Willst du was jagen? Ich kann dir so ein Stück Erde werfen. Ja? Fang. Fang. Was ist denn? Hm? Willst du noch mal jagen? Hier. Hier. Cosmo. Cosmo, gucken. Los. Was ist denn los? Nee. Ich dachte, du willst ein bisschen spielen. Hm? Nein. Sag, du willst, dass Apollo rauskommt. No, und Apollo kommt aber nicht raus, weil er oben pennt. Wie immer. Ja. Was machst du da jetzt? Vom Regen verstecken? Na, ich bin gespannt, wie lange das hier dauert, bis die Wiese wieder grün ist. Götzi, willst du rausgehen oder nee? Soll ich dir dein Geschirr ausziehen? Oder noch nicht? Sag, ausziehen? Nein? Gut, dann lass ich noch an. Sag Bescheid. Komm. Hopp, 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 hopp. Na los, komm her. Los, geh. Ach so. Ist alles zu hier? Nee, Marcel geht hier rein und raus. Ich mache das kurz. Ha? Wann? Jetzt. Okay. Bescheid geben. Okay. Mhm. Ich wollte nur mal schnell. Papa hat sich bei dir noch nicht gemeldet, ne? Götzi. Götzi, was ist denn Manu? Hm? So, wo haben wir denn mein Handy liegen gelassen? Da oben. Irgendwo hat es geklingelt, auf jeden Fall. Vor lauter Aufregung vorhin. Mein Handy liegen gelassen. Hier, hier. Geh. Ja, du möchtest auch raus. Na komm. Komm, 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 hopp, 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 hopp. Oh ja, es ist kalt. Es ist kalt. Obwohl, geht eigentlich. Es geht, es ist nicht so kalt. Kam mir gerade wegen dem Luftzug wahrscheinlich, dadurch, dass wir so viele Fenster offen stehen haben, kam es mir so kalt vor. Ich gehe mal gucken. Mein mittlerer Sohn ruft mich. Nee, der Jüngste ist das nicht. Der Jüngste ist das nicht. Das ist... stimmt, Apollo ist älter. Der Sohn ist der Jüngste. Ja, stimmt. Mein Zweitgeborener Sohn. Was ist denn los, Kätzchen? Hm? Nee. Was denn? Bauch hier krabbel, krabbel? Hier so? Hier ist okay? Oh. Aber wieso legst du dich in den Dreck und nicht in die Wiese, hä? Hey? Wo ist Apollo? Da hinten.